Ende dem Wasser. Jetzt wollte ich euch noch an eine Sache erinnern, liebe Geschwister. Die Nia im Islam, die Nia, die Absicht, das A und O, die Absicht. Im Islam teilen wir alles in fünf Kategorien ein. Erstens, Wajib. Das heißt, wenn du es tust, es ist verpflichtend. Wenn du es tust, verdienst du Belohnung, kriegst du Belohnung, wenn du es nicht machst, Bestrafung. Beziehungsweise Sünde aufgeschrieben. Dann Mustahab, erwünscht, wird auch Mandub genannt. Ja? Oder manchmal wird es auch Sunna genannt. Das heißt, wenn du es tust, kriegst du Belohnung aufgeschrieben. Wenn du es nicht tust, kriegst du keine Sünde aufgeschrieben. Okay? Das heißt, die Sunna-Gebete sind Mustahab. Dann Mubah oder Halal. Wenn du es nicht machst, kriegst du keine Sünde. Und wenn du es machst, kriegst du keine Hasanat. Dann Mustahab. Dann Makruh. Unerwünscht. Unerwünscht heißt, wenn du es machst, kriegst du keine Sünde geschrieben. Wenn du es aber unterlässt für Allah, hast du was Gutes getan, hast eine gute Tat gemacht. Belohnung. Haram, wenn du es machst, kriegst du eine Sünde geschrieben. Ja? Also für Bestrafung, das führt zur Bestrafung. Wenn du es, sei natürlich Allah vergibt dir, ja? Wenn du es aber was mal, wenn du es aber unterlässt für Allah, kriegst du sogar ein Hasana aufgeschrieben. Okay. Jetzt. Das für Allah unterlässt. Wir können Dinge, die halal sind, die also, wo man weder Belohnung noch Bestrafung bekommt, weder Sünden für geschrieben bekommt, noch gute Tat für geschrieben bekommt, die können wir zu einer guten Tat machen durch unsere Absicht. Beispiel. Essen. Essen ist halal. Natürlich, wenn man Sachen isst, die halal sind. Ja? Nicht, wenn man Schweinefleisch isst oder Fleisch isst, was nicht halal geschlachtet wurde, etc. Sondern wenn man jetzt halal isst. Ich esse Gemüse. Ist halal. Aber wenn du mit der Absicht isst, etwas Gutes zu tun oder Kraft zu haben, um Koran zu lesen, etwas Gutes zu tun, dich um deine Familie kümmern zu können, etc., etc., kriegst du dafür eine gute Tat geschrieben. Alhamdulillah. Das heißt, wenn du schlafen gehst mit der Absicht, fit zu sein beim Morgengebet, kriegst du was? Ist der Schlaf für dich eine gute Tat? Obwohl Schlaf eigentlich halal ist. Kriegst du weder Sünde, noch kriegst du eine gute Tat für geschrieben. Und das ist eine Sache, die wunderbar ist, wenn wir die verstehen. Auf der anderen Seite, wenn wir eine gute Tat machen mit der Absicht anzugeben, haben wir eine Sünde begangen. Es möge Allah uns bewahren.